Kapitel 12. Meeresgabe. Martins Apartment. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Joe und ich hatten einen neuen Partner. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich muss das. Doch, die kann ich öffnen. Ich muss ans Telefon. 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 Hey, wieder. Hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Und damit laufen wir los und herzlich willkommen zurück zum Let's Play mit mir, dem Neverguest. Und wir müssen jetzt zum Henry. Unsere Karren sind zum Glück alle noch da. Und wir nehmen natürlich unsere schnieke grüne Karre. Ui, Alter. Wenn es irgendeinen Mod gäbe, mit der ich die Autos ausschalten könnte, ich würde es tun. Was? Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe doch nichts gemacht. Naja, egal. Wir müssen zum guten Henry. Und wir sind dann mittlerweile wirklich schon in Kapitel 12 angelangt. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das Let's Play geht ja... es gibt ja 15 Kapitel in dem Spiel. Oh. Wow. Das war... heftig. Es gibt ja 50 Kapitel in dem Spiel. Moment. Nee, die Strecke ist nicht lang genug, schade. Ich dachte, die wäre vielleicht... Boah, es gibt keine langen Strecken hier, ey. Das ist echt zum Ausrasten. Naja. Quatsch. Moment. Zurück. Ah, okay. Der Wegpunkt ist auf dem Radar. Alles ist ein wenig grau und verschwommen, aber ansonsten geht's eigentlich. Und wir sollten auch gleich da sein. Mit der schnieken Karre hier kommen wir ja doch recht schnell an alle Orte. Das war jetzt zwar anders geplant als gedacht, aber ich bin doch ganz gut in die Kurve gekommen. Und ich muss aber echt sagen, ich finde... Wow! Kommt ja... Ey, Alter. Moment, wir müssen da lang. Ich muss aber sagen, ich finde langsam echt Gefallen an der Karre. Also am Anfang fand ich die Farbe ja nicht so ganz so prickelnd, aber jetzt so langsam. Was muss, muss halt, ne? So, abbiegen. Und da sind wir. Hey, da kommt er. Hey, was geht's? Hey, Vito, setz dich. Ich habe mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcao? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade.
Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt mehr als 20 Riesengewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Lynch hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto. Die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderes. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ja, das hört sich doch eigentlich nach einem ganz guten... Moment, wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Hallo, wo ist mein Auto hin? Wollen wir mich hier verarschen? Ach da, hat jemand ordentlich geparkt. Sehr nett. Was zum Teufel ist hier los? Es passen nicht alle in dieses Fahrzeug. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, gut, dann brauche ich ein anderes Fahrzeug. Kommt, wir machen mal einen kleinen Jogging, Leute. Kommt mit runter, alles kommt. Die Welt ist frisch und munter. Mann, was seid denn ihr für Schlappschwänze? Komm mal. Für Genießer und Genießer. Hey! Holt euch den extra lange. Du hast nicht genug Geld. Hotdog, Sie werden nicht mehr. Nicht schießen! Jetzt habe ich genug Geld. Ich will einen Hotdog, verdammt! Gib mir einen Hotdog! Ich werde gewalttätig, wenn ich keinen Hotdog kriege. Naja. Fast. Da kann er nicht drüber springen. Schade, ich wollte so ein bisschen Jumping machen, aber okay. Kommt, Leute, weiter geht's. Wir haben kein Auto, also wird gerannt. Und zwar richtig schnell. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Wenn sie die lang sind. Hier, ich kann die abhängen. Tut den Hotdog-Verkäufer. Bitte nicht, bitte nicht. Tut den Hotdog-Verkäufer. Weil sie mir einen Hotdog geben wollen. Das ist doch selbstverständlich, oder, meine liebe Zuschauer? Ihr würdet die auch erschießen, wenn sie mir euch keinen Hotdog geben wollten. Ich brauche ein Auto. Ah, guck mal, Autos. Ganz viele frische Autos. Und ein Laster. Aber den kann ich leider nicht nehmen, weil da passen nicht alle rein. Ich nehme... Ne. Was ist denn das für eine Karre? Boah, ne, sieht die hässlich aus. Wenn die Farbe nicht wäre, würde die, glaube ich, ganz gut aussehen, aber... das ist zu alt. Zu Taxi, zu alt. Zu beweglich, zu Taxi, zu alt, zu Taxi. Zu normal, zu Taxi. Moment, du! Bleib stehen! Mist. Nehme ich stehen. Hallöchen, das ist mein Auto, das war Ihnen doch sicher klar, ne? So, bitte alle einsteigen. Die Party kann losgehen. Wuhu! Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Der heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne dich, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen können? Da auch noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggeputzt. Ja, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Gleich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Mission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Ah. Au! An dem Traum? Ja, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückschauen, gibt es keine Probleme. Okay, ihr müsst es sein. Alle aussteigen, da wird es gleich gefährlich. Rennt! Bitte rennt! Bitte rennt! Bitte rennt! Bitte rennt, alle! Du stehst voll im Weg, Junge, aber voll im Weg! So,
Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Gut, kommt mit. Wir müssen zu den Tonks. Ne, Quatsch, zum Kreditteil, oder? Ja, erst zum Kreditteil. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi Bruno. Hallo Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse wucher. 50, höchstens. Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wäre es mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zins. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier noch unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinge, alles klar. Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Der ist aber nicht gerade nett. Ne, ich packe meine Ware nicht aus. Erstmal schauen, wo wir hier langkommen. Steigt mal ein, Jungs. Wir müssen ins Klamottengeschäft. Ich bin gesucht. Beeilt euch ein bisschen, bevor jemand vorbeikommt. Da setzt sich natürlich einer voll vor uns. Gut gemacht, Henry. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kunde. Oh, Moment. Hier geht's gar nicht lang. Würdest du die Bibel in- und auswendig kennen? Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche, oder was? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Noten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Wenn dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen. Ja, ich hatte natürlich auf den Hintern geglotzt. Doch, das ist selig.